Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Dario K. Do It Yourself. Schön, dass du dabei bist und danke fürs Einschalten. Heute mal ein ganz anderes Format. Ich bin hier an der Ligurischen Küste, in einer kleinen Stadt, die nennt sich St. Bartholomä. Mega schön hier, echt cool. Hab mir hier einen ganz geilen Angelspot rausgesucht und werde jetzt mal hier probieren, eine Dorade aus dem Meer zu holen oder zwei heute Abend fürs Abendessen. Und wie ich die grill, das will ich euch zeigen. Darum soll es eigentlich in diesem Video gehen heute. Wie ihr ja schon gesehen habt in meinen letzten Videos, habe ich mir eine ganz geile Küche in den Bus gebaut auf dem Heckauszug. Das ist schon sehr, sehr nice, aber zum guten Camper gehört ja auch ein guter Grill und habe da ein ganz geiles System gefunden. Einmalig auf der Welt, glaube ich, so ein Stecksystem. Was, wie, wo genau, das zeige ich euch später. Jetzt wollen wir hier erstmal unter dieser wundervollen Kulisse, ich zeige es euch mal. Jetzt guckt mal hier, total schön. Jetzt wollen wir erstmal einen Fisch fangen. Ich hoffe, das wird funktionieren. Ich habe einen Geheimtipp bekommen von einem Mensch, der hier einen Angelladen betreibt, von einem Mann. Ich soll hier auf diesem Ausleger rechts und links werfen. Da vorne sind zu viele Steine und da vorne sind zu viele Angler. Hier soll es ganz geil sein. Das machen wir jetzt mal. Jetzt holen wir mal eine Dorade aus dem Wasser raus und dann gibt es heute Abend lecker gegrillten Fisch. So, die Angel ist im Wasser. Jetzt brauchen wir einfach einen Moment. Ich mache noch ein paar Filmaufnahmen und dann hoffen wir, dass ein dicker, fetter Fisch dran ist. Monate später. Von wegen Geheimtipp. Alter, es ist saukalt geworden. Ich habe gar nichts gefangen. 3 Tage war ich da und habe ein paar kleine Fische rausgezogen aus dem Wasser. Die waren das Essen nicht wert oder die Arbeit nicht wert. Dementsprechend sind wir wieder abgereist, unverrichteter Dinge. Ich wollte trotzdem ein Highlight aus dem Video machen und dementsprechend habe ich gewartet. Jetzt ist der 2.4.2022 und es schneit. Ich bin an einem der wohl schönsten Flecken in ganz Heidelberg, meiner Meinung nach jedenfalls. Das ist die Tinkstätte hier, gebaut von den Nazis, also richtig, richtig schön. Ich höre mich auch selber da oben schon irgendwie, also das funktioniert wirklich mit der ganzen Akustik. Sehr, sehr spannend, wenn du in Heidelberg bist, auf jeden Fall mal vorbeigucken. Heiliger Berg, Heiligenberg und Tinkstätte das Ganze. Wie ihr sehen könnt, völlig irrsinnig, habe ich meine ganze Grillstation hier hochgeschleppt. Und da ich zwar keinen Fisch gefangen habe, aber ich euch den Grill trotzdem vorstellen wollte, habe ich jetzt ein Stück Rind geholt, ein schönes Dry Age Entrecot und das wollen wir jetzt hier oben bei den Temperaturen um 10 Uhr morgens einfach mal zubereiten. Ich bin gespannt, ich habe es noch nicht wirklich ausgepackt, das werde ich mit euch jetzt machen. Das ist der Grill, um den es gehen soll. Das sind 3 Sachen, das ist ein relativ großes Paket, aber am Ende wird das wohl nur so groß wie ein Laptop und darum soll es gehen. Das passt natürlich super in meinen Bus und das ganze Konzept von meinem Bus. Das packen wir jetzt mal zusammen aus und dann geht's ans Essen. Der Grill kommt aus dem Hause Scotty. Den gibt es noch eine Nummer größer, also irgendwie so doppelt so breit oder sowas mit 2 Gasflaschenanschlüssen. Das brauche ich natürlich nicht. Ich habe hier die kleinere Variante. Wie gesagt, den packen wir jetzt aus. So, was ist alles drin in dem guten Stück? Ich habe mir bestellt einen ganz bestimmten Schlauch. Das ist ein Gasschlauch, der dazu dienen soll, auch eine große Gasflasche betreiben zu können. Das ist einfach mit Schnellkupplung und einem Druckminderer für die große Gasflasche. Da bin ich echt mal gespannt. Kostet ein Schweinegeld, aber ich glaube, das lohnt sich allein wegen Umweltaspekt. So, dann habe ich hier die Cap, nennt sich das. Das ist ein Deckel. Sehr schön.
Ihr seht schon, es wird sehr klein, das ganze Ding. Und jetzt der eigentliche Grill. Hui. Voll gut. Das ist der eigentliche Grill, bzw. die Verpackung dazu. Das holen wir jetzt mal raus. Ich bin echt mal gespannt. Juhuhuhu. Grill einfach überall. Ja, so habe ich das auch verstanden, das ganze System. Also einmal aufmachen. Grill Instructor. Okay, Anleitung. Geil, zwei Aufkleber. Das ist der eigentliche Grill. Voll gut. Guck mal, das sieht aus wie so eine Laptop-Tasche. Ist echt hierfür. Ich geh mal grillen, Jungs. Auf geht's, hol Fleisch, ein paar Bier und los geht's. Voll geil. Also das ist die eigentliche Tasche. So, dann hier, was ist das hier? Gucken, wie das verpackt ist. Aber geil, nochmal so eine Tasche. Voll gut. Ich feiere das komplett hart. So, zack, zack. Stylo Milo. Alles in Orange. Geht's. Erstmal den Grill. Der interessiert mich am allermeisten. Erstmal den Grill. Alles nochmal separat verpackt. Ihr seht's, echt hübsch. Papier, kein Plastik, sehr löblich. Was ist hier? Hier ist noch so eine kleine Tasche verbaut. Da ist ein Schlauch drin. Wie ihr gesehen habt, ich habe es jetzt gerade eben erst das erste Mal ausgepackt und werde den jetzt auch ganz ohne Anleitung, wie das so ist, bei den Männern einfach mal probieren zusammenzustecken. Mal gucken, ob es klappt. Vielleicht mache ich auch einen Cut und hole doch noch die Anleitung raus. Aber es sollte ja auch innovativ laufen, ne? So. Großartig. Jetzt Deckel drauf. Ist alles durchdacht. Hier ist so ein Knopf drin. So, mega geil. Ich feiere es hart. Sieht echt gut aus. Kleines Ding. Also ein bisschen habe ich tüfteln müssen. Aber auch nur, weil ich es mir wirklich nicht in der Anleitung angeguckt habe. Es erklärt sich wirklich von selbst. Es sind so ein paar Stellen, die markiert sind. Die muss man auf jeden Fall zusammenstecken. Und sonst ist das jetzt eine sehr robuste Sache. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Nicht zu groß, nicht zu klein. Also für eine ganze Armee reicht es natürlich nicht. Aber für mich und meine Family sollte das auf jeden Fall reichen. Da kriegt man ein gutes Stück Fleisch drauf. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Vorher packen wir aber noch die Cap aus. Auch die ist wieder geil verpackt. Total gut. Gleiches Material. Mhm. Ich habe es jetzt mal zusammengebaut, also ohne Anleitung. Ist ein bisschen friemelig, aber am Ende geht es wirklich ratzfatz. Also ist auch wieder nur so zusammengesteckt, was total geil ist. Ist das hier, das ist so eine Grillzange, auch wieder einfach zum Zusammenstecken, richtig, richtig cool durchdacht, das kommt einfach so zusammen, die ist auch dabei, das ist natürlich jetzt erstmal falsch rum, wenn man das mal hat, dann funktioniert es auch, das ist die Grillzange, zack, 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 und dient auch gleichzeitig als Griff für diesen schönen Deckel, den hängen wir da jetzt mal ein, irgendwie, mal schauen, wie das vonstatten geht, so, auch gut, kann man so hinhängen, und jetzt hole ich mal ein Stück Fleisch. Oh, ich kann es kaum erwarten. Es ist saukalt geworden. Los geht's. So, jetzt aber. Zack, zack. Und wie gesagt, jetzt habe ich hier diesen komischen Schlauch, den man braucht, um eine normale Gasflasche zu betreiben. Normalerweise betreibt man das ja mit so einer Gaskartusche. Die gibt es auch von Scotty selber. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, ich will einfach nicht so viel Müll produzieren und habe mir deswegen die Adapter geholt für die große Gasflasche, die ich eh mit mir rumfahre. Diese Planen sollen dazu dienen, dass man das Fett, das hier rauslaufen wird später, dass das aufgefangen wird, dass man dann einfach abwischen kann. Die Arbeit will ich mir jetzt nicht machen. Ich habe natürlich daran gedacht und habe mir jetzt so ein bisschen Alufolie besorgt, weil ich keinen Bock habe, den ganzen Mist später in meinem Auto zu haben. Dementsprechend packen wir das mal kurz um. Kleiner Tipp an alle Griller hier, auch bei euch zu Hause mit einem großen Weber-Grill oder sonst irgendwas, nicht einfach Gas an und los geht's. So wie bei einer guten Pfanne auch. Das Zeug braucht ja Zeit, um heiß zu werden, um warm zu werden. Dass der Grill schön heiß ist, dass wenn ihr dann das Fleisch drauf legt, dass das so ein bisschen karamellisiert und die Poren sich gleich schließen. Dementsprechend heize ich das ganze Ding jetzt mal vor. Es ist saukalt, wie gesagt. Ich denke, ich brauche ein bisschen länger dafür. Jetzt haue ich das Ding einfach mal an. Was ich ein bisschen schade finde, aber ich glaube, das ist einfach der Bauart geschuldet, ist, dass es diese Piazzo-Zünder oder wie auch immer die, ich weiß gar nicht, wie man die genau nennt, Piazzo, glaube ich, dieser Zünder fehlt. Das heißt, man muss immer noch irgendwie Streichhölzer oder ein Feuerzeug mit sich führen. Da ist hier so eine kleine Öffnung, da kann man das dann anmachen. Geht schon, aber so ein kleines Klick-Klick wäre halt schon ein Highlight gewesen. Das geht schon. Voll gut. Der macht Laune. Jetzt schon.
Geil. Cool, da kann ich jetzt noch ein bisschen quatschen hier. Ich wärme mir auch die Finger. Und jetzt sind wir bei einem ganz anderen Punkt. Jetzt fällt es mir gerade ein. Das ist eine schöne Überleitung. Warum ich mir den überhaupt gekauft habe. Man hätte ja auch einfach irgendwie einen günstigen Grill nehmen können oder irgendwie was, was man halt so kennt. Ein Gasgrill deswegen, weil du auf vielen Campingplätzen in Europa überhaupt gar kein offenes Feuer haben darfst, was natürlich beefy ist, wenn du mit einem Holzkohlegrill reist. Daher für mich war klar, ich nehme einen Gasgrill, bevor ich halt gar nicht grillen darf. Und das nächste ist, ich kann das auch als Feuerschale benutzen, also es funktioniert auch mit Holz. Man muss nicht mit Gas grillen, also du kannst hier einfach beides machen. Einfach unten dann die Heizelemente reinlegen, die Brennelemente, das Ganze anzünden und einfach diesen Stab vorher rausnehmen. Also das wird auch funktionieren. Ich kann es als Feuerschale nehmen, also einfach den Grill oben rausnehmen, alles rausnehmen, nur das Grundkonstrukt nehmen und dann da einfach ja, gespaltene Holzstücke reinstecken oder sonst irgendwas und mich dann da dran wärmen oder das einfach, ja, einfach mögen, das Feuer. Und wenn ich unter der Markise sitze und mir sollte kalt sein, ich habe aber keinen Bock, mich jetzt voll zu rußen, und irgendwie stinkig ins Bett zu gehen, kann ich auch einfach jetzt, wie hier jetzt auch, einfach die Gasbrenner anmachen und habe eine kleine Wärmequelle bei mir. Also es ist so ein 4-in-1-Gerät irgendwie. Ich finde es total herrlich. Jetzt packen wir den Deckel noch drauf, dann marinieren wir das Fleisch und dann kann es auch schon losgehen. Voll gut. So, meine Freunde des guten Geschmacks, das ist mein Stück Fleisch. Ein schönes Dry Age Entrecot. Bio, super geiles Fleisch. Also das riecht einfach so schon sehr, sehr gut. Da will ich gar nicht viel zu machen. Ein bisschen Knoblauch. Zum Einreiben. Rosmarin kurz nur, das kommt später noch dazu. Der Grill ist heiß. Bisschen Salz. Ich glaube, da scheiden sich die Geister, ob vorher salzen, nachher salzen. Ich salze immer vorher. Ich mag das, wenn das so ein bisschen am Grill selber mit ins Fleisch kommt. So, das war's. Ab auf den Grill. Ich bin echt mal gespannt. Also dieser Griff ist total gut. Also der macht richtig Laune hier. Das ist auch schön heiß, das sehe ich jetzt schon. Und dann ab dafür. Oh, herrlich. Hört man das? Voll gut. Oh Männer, das riecht gut. Oh Mann, herrlich. 10 Uhr morgens erstmal Grill angeschmissen. Beste Leben. So ihr Lieben, das Gas jetzt schön durch, beziehungsweise schön rosa, hoffe ich, dass ich das hinkriege. Natürlich bei den Temperaturen ist es alles ein bisschen schwieriger, aber das kommt jetzt hier. Ein bisschen Butter dazu. Die Zange ist der Hit, ich kann es euch sagen. So, das ist alles da drauf. Dem Ganzen geben wir jetzt noch 2 Minuten. Mannschaft, das riecht einfach zu gut. Das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Morgens 10 Uhr. Auf der Tankstätte erstmal grillen. Herrlich. So muss das sein. Die Leute, die hier rumlaufen, die denken schon, ich bin total bekloppt. Herrlich. So ihr Lieben, das gart jetzt hier eine Weile. Ich bin voll hin und weg. Das ist echt ein cooles Ding. Das macht total Spaß. Die Leute sprechen mich schon drauf an, was ist denn das? Voll cool. Also Scotty, erstmal herzlichen Dank dafür für den Film, den ich jetzt hier schon auf der Tinkstätte geerntet habe. Voll gut. Ich hoffe, dass ich das wirklich mit der ganzen Filmerei auch das Fleisch am Ende gut hinkriege. Das weiß ich nicht. Das werden wir erstmal sehen. Träumchen, Träumchen. Auf geht's. Oh, das riecht aber auch. Ich würde sagen, das ist fertig. Das schneiden wir jetzt mal auf und dann einen guten Hunger. So, ihr Lieben, die Spannung steigt. Kurz ausruhen lassen. Ja, war schon zu lang drauf, aber ein bisschen salzen. Ja, leider ein bisschen zu lang, zu viel gefilmt. Großartig. Trotzdem gut. Also, gutes Fleisch. Schmeckt einfach gut. Mhm. Mhm.
So, ihr Lieben, auch wenn ich ihn gerade jetzt nicht hier optimal getroffen habe mit dem ganzen Filmerei und so, das ging alles ein bisschen schief und hat zu lange gedauert mit dem Wetter sowieso, war alles ein bisschen kompliziert und erschwerte Bedingungen, aber einfach kann ja jeder. Bei mir wird es auf jeden Fall Einzug in den Bus finden und auch auf jeden Fall in jeder Reise dabei sein. Ich bin schwer begeistert. Ich esse jetzt mal noch hier so ein lecker Stück Fleisch, 10 Uhr morgens. Besser geht nicht. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt beim Gucken. Ich konnte dir das Produkt ein bisschen näher bringen. Das Ganze wird auf jeden Fall noch mehrfach vorgestellt bei mir auf dem Kanal. Da gibt es jetzt noch ein paar Gadgets, habe ich heute im Internet gesehen. Da gibt es noch eine Räucherkabine und wie, aber egal. Alles bestellen, kaufen, machen, vorstellen, zeigen. Ich bin völlig begeistert. Lass mal ein Abo da, einen Kommentar. Am besten gleich mit. Guten Appetit. Reimt sich. Was sich reimt, ist gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Einfach zu gut. Danke, Scotty. So, Mannschaft, kleines Fazit zum Schluss. Ich bin schwer begeistert. Das hat richtig Spaß gemacht, denn ich habe das jetzt innerhalb von, ich glaube, einer Minute 35 wieder zusammengepackt und habe das Ganze auch nur nicht gefilmt, weil mich die Leute hier ständig gefragt haben, was ich da treiben würde. Aber es sollte kein Stress sein. Also es lässt sich wirklich simpel zusammenbauen, einfach kurz abwischen, ab in die Tasche rein und fertig. Also viel ist es auch nicht am Ende. Es ist einfach nur das hier. Ja, das ist der Deckel einmal und das ist der Grill. Dazu kommt dann noch diese kleine Gaskartusche, die man so kennt, die man auch bei Scotty selber kaufen kann. Ab in den Rucksack. Und du kannst einfach immer und überall grillen. Voll geil. Wie gesagt, sauber machen geht super simpel. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass die Dinger, aber das ist Edelstahl, sollte eigentlich funktionieren, in die Spülmaschine reingehen. Zu Hause dann. Ich werde es zu Hause auch nochmal richtig sauber machen. Ich habe das jetzt hier schnell gemacht. Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal auch bei mir auf dem Kanal. Mach's gut. Ciao.